Herzlich willkommen heute Abend an Sie alle. Für uns ist hier, wir haben gerade gesagt, für uns beide Premiere. Mein Name ist Lucy Gauss, ich bin hier von der Volkshochschule und vertrete heute meine Kollegin Frau Möller, die Sie vielleicht kennen, die hier immer das Pressecafé macht. Genau, das Pressecafé ist ja eine Kooperation, die meisten von Ihnen wissen es vielleicht, zwischen der Volkshochschule und der Stuttgarter Zeitung. Und einmal im Monat, immer mittwochs, findet hier das Pressecafé statt. Und die Idee ist eben, dass immer ein Redakteur, eine Redakteurin aus der Zeitung kommt und zu einem Thema spricht, das eben besonders aktuell ist oder eben sie besonders, ihr besonders oder ihm besonders am Herzen liegt. Ein kurzer Input wird gegeben und danach geht es vor allem um die ums Gespräch, um die Diskussion, die wir dann hier ermöglichen können. Heute haben wir, Sie haben es gesehen, Frau Gollombeck zu Gast. Sehr schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Gern ein paar kleine... Ja, schön, gerne. Ja, geht gut los. Ich natürlich nicht. Nicole Gollombeck ist Themenkoordinatorin im Team Bauen, Wohnen, Architektur der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Sie schreibt über Design, Architektur und Interior-Themen. Ja. Außerdem rezensieren Sie auch in den Kulturseiten, ne? Theaterinszenierungen des Schauspiels und auch überregionaler Bühnen. Sie haben Philosophie und Literaturwissenschaft hier an der Uni Stuttgart studiert und sind 1999 schon als Volontärin zu den Stuttgarter Nachrichten gekommen. Dann Redakteurin im Ressort Panorama und dann 10 Jahre im Feuilleton als Literatur- und Theaterkritikerin und seit 2013 dann im Ressort Leben und schreiben hier über die oben genannten Themen. Heute haben wir das Thema Visionen fürs Wohnen. Auch wenn das Thema, glaube ich, allgemein von großem Interesse im Moment ist, in Stuttgart vielleicht nochmal besonders, ich weiß es nicht. Wir gewinnen ja auch immer mal die Wettbewerbe für die teuerste Stadt Deutschlands. Sind wir da mal auf Platz 1. Genau, aber es geht natürlich darüber hinaus. Ne? Wo wollen wir wohnen? Was sind die Visionen? Das ist die Zukunft des Wohnens. Das sind Themen, die uns natürlich beschäftigen. Jetzt kommt auch immer mehr der Umweltaspekt dazu. Wie kann man bauen, ohne die Umwelt zu sehr zu belasten? Was gibt es da für neue Forschungen? Das haben wir auch oft hier in unseren wissenschaftlichen Vortragsreihen, haben vielleicht der eine oder andere von Ihnen auch schon mal Themen, die hier sehr bewegen, auch an den Universitäten. Dann die Diskussion um den Traum vom eigenen Haus, also Eigenheim. Wie modern ist das noch, dieser Gedanke, oder wie umsetzbar, wie realistisch überhaupt? Auch dann eine sehr emotionale Debatte. Ja. Dann Wohnungsnot, hohe Mieten, ich habe es erwähnt, das sind natürlich die klassischen Themen, aber auch wie viel Platz braucht man, um glücklich zu sein. Ich glaube, es nimmt weite Felder ein, dieses Thema. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Input, den wir von Ihnen bekommen. Wir werden so 30 Minuten hier einen kleinen Input bekommen mit tollen Bildern, haben wir gerade schon gesehen. Ganz besondere Bilder da dabei. Und genau, danach gehen wir in den Austausch. Sie können sich da hinten immer gerne Getränke nehmen. Ihnen zu Hause, auch an den Bildschirmen, nochmal ganz herzlich willkommen. Wir haben ja den Livestream auch, damit die Gäste zu Hause unsere Diskussion nachher mitbekommen. Bitte dann Ihre Fragen oder Anmerkungen immer gerne in eins von den beiden Mikrofonen hier an der Seite. Sie zu Hause bitte gerne auch mit Fragen und Ideen und Gedanken sich beteiligen. Sie können einfach bei YouTube oben rechts sich anmelden. Dann öffnet sich der Chat und ich sitze hier im Chat und übertrage Ihre Fragen dann hier in den Saal. Gut, ich übergebe jetzt erstmal, will nicht weiter die Zeit wegnehmen und dann freuen wir uns. Alles gut. Wunderbar, dann vielen Dank auch nochmal von mir für die Einladung und die schöne Einführung. Und ich starte jetzt einfach gleich mal los. Wir haben gerade schon gerätselt, oder wo das jetzt vielleicht sein könnte. Vielleicht wissen Sie es. Haben Sie eine Ahnung, wo das sein könnte? Jemand? Heilbronner Straße. Sieht heute ein bisschen anders aus. Sie haben gestreckt. Sie kennen es schon? Genau. Wir könnten jetzt natürlich sehr lange, sehr viele Zahlen, könnte ich Ihnen jetzt sagen, über wie schlimm alles ist. Ich glaube, das wissen Sie alle. Wir lassen das jetzt erstmal. Können wir nachher drüber sprechen. Wir machen bei uns in der Zeitung häufig Architekturspaziergänge, vielleicht kennen Sie das schon, so zu verschiedenen Themen, Architekten oder auch verschiedene Zeiten, Bauhaus, alles Mögliche. Und da dachte ich, das Thema heute wird sich ja auch ganz prima eignen, mit Ihnen auch so einen kleinen Architekturspaziergang zu machen, bei dem Sie gemütlich sitzen bleiben können. Und der geht, um zu sehen, wie könnte man denn vielleicht heute anders wohnen oder kann man was lernen von früher, was gab es denn schon, was vielleicht auch nicht so ganz falsch war. Und deswegen würden wir jetzt einfach mal hier mit diesem Postdörfle da anfangen.
Das ist die erste Station, also von hier aus jetzt in Richtung am Bahnhof vorbei und dann da, wo es gerade viel staubt und dreckig ist. Der Architekt hieß Georg von Morlock, der hat für die Stadt im 19. Jahrhundert, das ist ja ganz Industrialisierung, ganz viele Menschen in die Stadt gekommen, die wollten ja auch alle irgendwo wohnen und hat da für 1000 Bewohner 200 Wohnungen gebaut, dieses hier. Die können Sie jetzt leider nicht mehr sehen, nicht deswegen, weil man nach dem Krieg so viel nochmal abgerissen hätte, sondern die sind im Krieg zerstört worden, die meisten von denen. Dieses ganz vorne, das ist das erste, das gibt es noch, da ist heute ein Hotel drin, kennen Sie noch. Da hat man einfach, das konnte man erhalten, ansonsten sind da eben lauter, das ist das Hotel heute, ne? Ark Hotel. Und so sieht dieses Viertel eben heute aus, das ist sozusagen die Rückseite von dem Hotel, da ist noch ein Platz, der ist von damals noch, nur die Häuser, wie Sie sehen, da ist irgendwie nichts mehr von früher, ne? Leider nicht mehr erhalten. Aber da hatte man schon einiges, das war auch quasi ein richtiges kleines Quartier mit Läden, Kinderkrippen, so wie man heute ja auch wieder Quartiere erfindet oder neu baut, wo Menschen dann auch diverse Einrichtungen haben, die sie fußläufig erreichen können. Direkt daneben, da wo jetzt noch vorher die Wiese war, ist, kennen Sie vielleicht auch, das ist denkmalgeschützt, das Tunshofer Arbeiterviertel. Fahre ich öfter dran vorbei, da fährt man sozusagen jetzt in Richtung Killesberg. Wurde auch von der Stadt gebaut, damals relativ modern wahrscheinlich für die damaligen Verhältnisse. Da gab es also tatsächlich über schon sanitäre Einrichtungen, Keller, Speiseschrank, eine Küche mit Veranda und so. Also das war so um 1900 rum. Das sehen Sie auch, historistischer Stil, ein bisschen Fachwerk, ein bisschen Jugendstil. Also schon ziemlich schön erhalten. Und es gibt auch weiterhin, glaube ich, das ist jetzt von oben aus gesehen in Richtung Stadtbücherei. Die sehen Sie ganz da unten, die Stadtbibliothek. Also alles noch ganz, ganz schön erhalten. Der Bau, weil Sie es noch wissen möchten, gebaut hatte das Albert Pantle, der auch nebendran ist, das ist Kinderasyl, das ehemalige, das jetzt, glaube ich, wird klinisch genutzt inzwischen. Der hat auch ein paar andere Sachen, Schulen noch gebaut. Und falls Sie schon mal im Schweinemuseum waren, auch von dem. So, also war auch fleißiger Baumeister sozusagen. Was man da jetzt an diesen ersten zwei Beispielen schon mal sehen kann, ist, wenn es mal eng wird, ist die Stadt gefordert. Wissen Sie ja, kriegen Sie ja heute auch mit. Immer wieder mal gibt es Projekte, die gestoppt werden, die dann vielleicht, wo sich die Stadt überlegt, ob sie da einspringt. Da kommen wir aber später noch dazu. Und da in dem Fall ja auch noch relativ kleine Wohnungen gebaut wurden, Thema, das natürlich uns alle angeht, wie viel brauchen wir denn eigentlich? Wohnungen werden immer größer, Quadratmeterzahlen werden auch immer größer. Pro Mensch sind es ungefähr so knapp 50 im Moment gerade. In Japan 20 heute. Da ist einfach so eng, da gibt es einfach nicht so viel Platz für die Menschen. Und wenn man auch mit weniger Platz auskäme, könnte man auf dem gleichen Platz natürlich auch noch mal ein paar mehr Wohnungen bauen. Kommt man vielleicht auch nicht auf die gewünschten 400.000 jedes Jahr, aber doch vielleicht ein paar mehr. Was in der Zeit dann auch stattfand, war natürlich unten, was Sie jetzt gesehen haben, Arbeiter, dann kennen Sie das Stuttgarter Westen mit den vielen Gründerzeithäusern und eben aber da, wo es heute die Leute hinzieht, auf die Halbhöhe, zog es die Leute auch schon hin. Das hier ist ein Gebäude aus dem Herdweg, also in Richtung Killesberg. Auch Historismus, Sie sehen, der Architekt hatte eben über der Tür diese ganzen Verzierungen, also sehr viel Handwerkskunst war da mit im Spiel. Inzwischen sind solche Gebäude meistens entweder von Familien genutzt oder teilweise auch von Büros, die sich schön machen, oder kleine Architekturbüros wohnen auch gerne in diesen ehemaligen Gründerzeitgebäuden. Auch das Projektbüro der IBA ist in der Alexanderstraße in einem sehr schönen Altbau, das schon immer als Büro, eine Etage als Büro genutzt wurde. Da machen die jetzt auch ihre Arbeit für die internationale Bauausstellung 2027. Dieses hier ist von Karl Hengerer entworfen worden, dieses Gebäude. Das war damals, ich weiß nicht, es gibt heute so jemand gar nicht mehr. Vielleicht noch, wenn man es, nee, kann man nicht vergleichen. Der hat unglaublich hunderte Wohnungen gebaut und sehr viele öffentliche Gebäude auch. Unter anderem, wenn Sie um die, in der Innenstadt, in der Eberhardstraße, ich glaube, da ist das Standesamt drin, das ist von ihm, auch der hat auch dieses ganze kleine Viertel, das wurde ja abgerissen und dann nochmal neu gebaut, hat auch er gemacht. Also sehr, sehr viele Gebäude stammen von ihm.
So um 1872 hat man mal im Jahr 400 neue Projekte gestemmt, in einem Jahr, und das ohne die ganzen vielen tollen Geräte, schwere, die wir heute haben. Da gab es auch nicht ganz so viele Vorschriften vielleicht fürs Bauen und Feuerleitungen und Brandschutz und was man heute alles so hat. Da ging es ein bisschen flotter voran mit dem Bauen. Das ist aber vielleicht dann schon wieder fast ein Thema für einen Wissenschaftsvortrag, den man hier halten könnte. Also diese Villa ist von 1897, heute immer noch total beliebt. Das hier sieht jetzt schon wieder ein bisschen anders aus. Man sieht also, weshalb ich Ihnen dieses zeige, ist Gebäude, die gut gebaut wurden und die einen gewissen Charme behalten konnten und die nicht irgendwann mal, einfach weil sie aus der Mode gekommen sind, abgerissen wurden, sind heute eben wahnsinnig beliebt zum Wohnen auch noch. Und je länger ein Gebäude steht, desto ökologischer wird es von Natur aus sozusagen, selbst wenn es aus Beton gebaut wäre. Die meisten Gebäude halten heute ja nicht länger als 30, 40 Jahre, und da sehen Sie, das sind schon jetzt über 100, vielleicht schafft es sogar 200. Also da musste man, das ist auch ein Thema, das im Moment gerade von der Architektur ja sehr besprochen wird, wie viel kann man erhalten, umbauen, bewahren, und muss man immer gleich abreißen und neu bauen. Wir haben auch immer wieder ja Leserinnen, Leser, die sich bei uns melden, und da wird eine Villa schon wieder abgerissen, schade drum. Auch fürs Stadtbild natürlich ist es schade. Da wohnten dann natürlich in den meisten Häusern, auch wenn es nicht gerade Villen waren, dann schon immer auch auf mehrere Leute drin. Aber wir alle, Sie alle, also ich nicht, aber viele Menschen mögen doch weiterhin ihre eigene private Höhle haben, ihr Eigenheim. Das ist weiterhin, selbst bei der Jugend, gab es letztens, der Spiegel hat auch darüber berichtet, 70% der Menschen auch im Alter von 18 bis 29 denken extrem übers Wohnen nach und haben Sorge, wie es so sein soll später mal. Ungefähr 70% wünschen sich Eigentum und davon 50% ein Häusle. Entweder ein eigenes, neues oder ein umgebautes. Aber Wohnen ist teuer. Wie Sie wissen, Stuttgart, Haus im Bestand 1,1 Millionen im Schnitt. Wenn Sie es ganz günstig möchten, dann ziehen Sie ins Saarland. Da kostet es noch 350.000 im Schnitt. In München 2,5. Das sind Durchschnittspreise natürlich, ne? Kann natürlich auch immer wieder mal variieren. Jetzt hat man nach dem ganzen Historismus und diesen schönen verzierten Häuschen gesagt, Schluss mit dem Ornament, wollen wir nicht mehr. Tabula rasa, kennen Sie alle, Weißenhofsiedlung. 2027 haben wir deswegen ja die Bauausstellung, die daran anknüpft und neues, anderes Wohnen zeigen soll. Dieses hier war eben 1927, das ist das ja unter UNESCO-Welterbe stehende Gebäude von Le Corbusier. Der hätte alles abgerissen übrigens. Da würde kein einziges historisches Gebäude mehr stehen. Fand er alles furchtbar. Der wollte alles abreißen und möglichst viele Hochhäuser bauen. Also gut, dass man auch nicht alle alles hat machen lassen, auch wenn dieses Gebäude natürlich wunderbar ist. Es gab neben, heute wird teilweise seit ja, es waren ja lauter Eigenheime, Häuschen, und es gab auch Mehrfamilienhäuser. Und viele wollen, das war jetzt übrigens nochmal ein kurzer Rückblick, nochmal auch Halbhöhe, das sind sondern auch im Landhausstil auf der Halbhöhe gebautes Haus. Heute ein Traum, ich glaube, da ist inzwischen, weiß ich nicht, ob da Leute, vielleicht wohnen Leute drin, das ist, glaube ich, in einem von diesen Gebäuden auch an Architektur oder eine Immobilienfirma da drin. Die Architekten, die das gebaut haben, Bloch und Guggenheimer, jüdische Architekten, haben später auch Bauhaushäuser gebaut, die zeige ich Ihnen jetzt aber nicht auch noch. Da haben wir auch schon mal einen Spaziergang zugemacht. So, jetzt das hier. Da würde meine Mutter sagen, um der Himmels Willen, das ist ja wie eine Fabrik, ne? Aber halt auch Bauhaus und wird gerade, steht unter Denkmalschutz und wird gerade saniert von der städtischen Wohnbaugesellschaft. Die haben ja viele von diesen Häusern gekauft. Sie sehen ja, das Gebäude hat es auch nötig. Das ist jetzt Wohnen auf wenig Platz, aber halt ein eigenes Häuschen. Im Prinzip, ne? Also quasi ein Reihenhaus. Die sind ungefähr 100 Quadratmeter groß, diese Gebäude. Und ich glaube, die hier sind von Maart Stamm, niederländischer Architekt, von dem ich Ihnen gleich auch noch mal was vortrage. Dann kennen Sie die hier auch, ne? Diese kleinen Schießscharten. Da sind kleine Höfe drin. 70 Quadratmeter reichte dafür eine Familie. Mehr wollten die Architekten den Familien auch nicht zubilligen. Wir sehen gleich, es geht auch noch kleiner.
Das hier ist eins meiner Favorites, steht nicht auf der Weißenhof-Siedlung, sondern auf der ganz anderen Seite in Stuttgart-Ost, wenn man da so in den Gänswaldweg hochfährt. Das ist von dem Architekten, von dem unser schöner Tagblatturm stammt, von Herrn Oswald, in dem wir ja als Zeitung früher logieren durften. Also auch im Bauhausstil gebaut, schon 1926. Also da war Stuttgart auch anderweitig schon vorne mit dabei. Halt, nochmal zurück, Solele. Was jetzt diese kleinen Kettenhäuser betrifft, die ich Ihnen gezeigt habe, also die wurden teilweise woanders dann natürlich auch noch gebaut. Und die Architekten haben natürlich versucht, hell zu bauen, möglichst dann auch Terrassen, viel Licht, Luft sollte man haben und aber halt eben auch das richtige Maß. Nur was ist das? Was soll das richtige Maß sein? Ne? Manche sagen, pro Person 200 Quadratmeter, drunter tue ich es nicht. Das war bei ihm jetzt nicht der Fall. Marz Stamm hat auch in Frankfurt gebaut. Da wurde ja auch, gab es auch sehr große Wohnbauprojekte. Auch übrigens beteiligt war der Herr Elsässer, der von dem die schöne Kirche in Geisburg stammt. Der war da auch eine Zeit lang beschäftigt. Und der hat auch, natürlich gab es da auch, es war so eine Zeit, wo man auch sehr viel Manifeste veröffentlicht hat und geschrieben hat. Und ein ganz kurzes Zitat, wo er den Leuten, die noch viel Prunk und Historismus mögen, also so wie wir heute alle ein bisschen die Leviten liest und sagt, in unseren Möbeln, unseren Zimmern und Wohnungen steckt immer noch etwas von dem vorigen Jahrhundert, auch in unseren Platzgestaltungen, unseren Stadtplänen. Keiner von uns ist ganz von dem befreit, was unsere Eltern und Großeltern im Blut besaß, die Repräsentation. Und Repräsentation ist kein Menschenmaß. Es ist Übermaß, es ist imponieren wollen, es ist mehr erscheinen wollen als die Wahrheit. Und Übermaß zeugt von Gewissenlosigkeit, von unsozialer Lebenshaltung, besonders in einer Zeit, in der von vielen Tausenden der arbeitenden Bevölkerung das Minimum an Wohn- und Lebensansprüchen unbefriedigt bleibt. Ganz schön harsch, trifft aber natürlich schon ein bisschen einen Punkt, muss man sagen. Sie wissen, dass natürlich viele Menschen diese ganzen Bauhausarchitektur nicht mochten. Kennt das jemand von Ihnen? Das Eiernest, genau, Stuttgart Süd, da sind wir jetzt von Killesberg, marschieren wir wieder runter, quer durch die Stadt, nochmal winke, winke beim Tagblatturm, der ja auch erste Stahlbeton-Hochhaus war, oder eins der ersten, und kommen hier jetzt nochmal auch gleich noch in eine andere Jahreszeit, das ist ein Foto aus dem Winter, das Eiernest. Das ist auch ein städtisches Programm, da hat man für Arbeiter 176 Häuser gebaut. Wahrscheinlich, weil das in so einer Mulde liegt und diese Häuschen so putzig sind, hat man das eben Eiernest genannt, vermute ich mal. Und es gibt da natürlich auch Eierstraßen und alles Mögliche, auch in der Nähe, da habe ich auch eine Zeit lang mal gewohnt. Meine Kollegin Andrea Jennewein hat eine Familie besucht, die wohnt da, und zwar zu fünft. Auf 56 Quadratmetern. Da hätte Marz Stamm sich sehr gefreut, dass jemand so nicht auf Repräsentation guckt, sondern darauf, was brauche ich denn eigentlich? Und offenbar braucht diese Familie 56 Quadratmeter. Die meisten dieser anderen Häuser sind so zwischen 60 und 70. Sie sehen also, Tiny Houses gab es nicht erst jetzt, sondern damals schon. Dieses hier ist eins, das steht in Schorndorf. Sie sehen, vorne ist so ein Spazierweg, da kann man auch Rad fahren, keine Zäune, nichts. An der Seite schon die wahrscheinlich Wärmepumpe. Hinter den Bäumen ist ein kleiner Bach. Das heißt, da wurde jetzt zwar Fläche versiegelt und verbraucht, aber natürlich nicht so wahnsinnig viel. Und es war einfach ein Randstreifen. Also da wurde kein Gebiet, Baugebiet ausgewiesen. Das ist einfach eine Ecke, das hat sich die Stadt jetzt mal geleistet. Da stehen ein paar Mehrhäuser und diese Dame, die glaube ich, so um die 60 war, schien auch meinem Kollegen sehr happy zu sein, da in ihrem Tiny House. Es ist allerdings natürlich, da die Baupreise so hoch sind und so wenig Bauland da ist, sind Tiny Häuser jetzt vermutlich auch nicht die Lösung für all unsere Probleme, die wir haben. Aber da sieht man, es gibt also auch Gründe und gute Möglichkeiten, glücklich zu sein auf weniger als diesen durchschnittlichen 50 Quadratmeter als eine Person. Da die Grundstücke sehr teuer sind und wir heute, also ich glaube, die Baugenehmigungen sind bei Ein- und Mehrfamilienhäusern zurückgegangen um 16%. Und die Baupreise explodieren natürlich auch wegen Krieg und Materialknappheit und so weiter, ist Umbauen. Also vieles, was mit Um
passiert jetzt gerade umbauen, umwidmen. Das hier ist ein geplantes Umbauprojekt, das gerade leider ja gestoppt ist, wie Sie vielleicht mitbekommen haben. Das ist, wir marschieren jetzt sozusagen vom Stuttgarter Süden in Richtung Stuttgart Ost. Neues Stöckach heißt dieses schöne Projekt der INBW als Immobilienbauherrin hat, haben die ganzen Preisentwicklungen offenbar ein bisschen Sorge gemacht, das Projekt ist gestoppt und die Stadt überlegt gerade, soll sie nicht kaufen und dann bauen. Dieses hier ist das Gewinnerprojekt, wo man auch im Bestand umbauen würde. Das waren die Architekten Haas, Koch, Zemrich, die in der Liederhalle, auf der anderen Seite von der Liederhalle in dem Viertel ihr Büro führen und ja, gerne natürlich losbauen würden. Und sicher würden da viele Menschen, 800 Wohnungen sollen da entstehen, das ist auch schon mal nicht nichts. Ne? Da würden auch sicher viele Menschen einziehen. Unten käme da sicher eine Kita und alles Mögliche auch noch dazu. Hier der Umbau, der guckt auf dieses eigenartige Hochhaus, das meine ich nicht, sondern das ist dann die Premium-Wohnung in einem ehemaligen Krankenhaus, Bürgerhospital. Wir sind jetzt sozusagen vom Osten wieder in Richtung Norden unterwegs. Das ehemalige Bürgerhospital wird ja von der SWSG gerade umgebaut, ist schon fast fertig. Im Sommer dürfen die Menschen da einziehen. Sehr viele kleine Wohnungen sind es, Zwei-Zimmer-Wohnungen. Mal gucken, ob dann in den Zwei-Zimmer-Wohnungen dann wieder lauter Singles wohnen oder dann doch zwei oder noch mehr Menschen. Als ich mal letztes bei einem Architekturbüro war, Kaiser Schenn heißen die jungen Leutchen, die überbieten sich in ihrem Büro immer, wer wohnt auf weniger Platz. Also die junge Architekturgeneration achtet da schon auch sehr drauf, dass sie eben diese wichtigen Themen heute behandelt. Was auch umgewidmet, umgebaut wird, dann teilweise von Privatleuten, ist jetzt hier, kennen Sie vielleicht in der Hackstraße, der Bunker. Der ist von unserem Bahnhofsarchitekten Bonatz im Krieg gebaut worden. Da passten mal irgendwie ein paar tausend Leute rein. Später, wenn es umgebaut wird durch Atelier Brückner, das ist ein sehr bekanntes Architekturbüro in Stuttgart, sollen da 8 Wohnungen entstehen. Große, kleine, eher große aber vermutlich. Und ein paar kleine, auch ebenerdiges Wohnen wird da dann möglich sein. Da war meine Kollegin Frau Jennewein in Bad Cannstatt. War mal, wie Sie sehen oder schon ahnen, früher ein Gefängnis, ist jetzt auch so ein bisschen, jetzt nicht direkt eine Mode, aber wir waren auch mal in Berlin, da wurde der letzte Mal auch ein Frauengefängnis in ein Hotel umgewandelt und hat auch viele Preise bekommen. Hier sind 4 Wohnungen, glaube ich, entstanden in einem ehemaligen Gefängnis. Sieht eigentlich ganz nett aus, wenn man sich an diese Türen gewöhnen kann, dann geht es schon. Ne? So, was man dann jetzt auch noch der letzte als Thema hatte, ist natürlich noch weiter außerhalb von Cannstatt, Neugereuth, waren mal lauter Streuobstwiesen und man hat dann überlegt, man braucht wieder sehr viele Wohnungen. 14.000 sollten entstehen dort und das Projekt war so ähnlich wie jetzt bei dem Rosenstein ein ganz langer Städtebauprozess vorangegangen, der auch gewonnen wurde von wirklich tollen Architekten. Und ja, dann am Ende kamen die Hochhäuser. Dieses Zickzack war eines der ersten Gebäude, das gebaut wurde. Ich habe mit dem Architekten auch gesprochen, der das auch sehr gerne und gut gemacht hat. Und da wohnt es sich halt auch echt schön drin. Ich war da auch zu Besuch bei einer Frau, die da damals als Kind gewohnt hat und jetzt eben immer noch dort lebt. Die stehen auch unter Denkmalschutz, diese Gebäude. Auch dieses hier steht unter Denkmalschutz. Das ist von dem Architekten Peter Faller. Der hat das gemacht, was man heute so auch gerne hat, Baugruppen. Also private Menschen, ich weiß nicht, was, also mehrere Verwandte oder bekannte Menschen, die ihm gesagt haben, so, wir bauen jetzt ohne Bauträger, der dann irgendwie billig einkauft, Material und uns teuer verkauft, wir machen das alles selber. War wohl auch recht anstrengend, aber der Architekt lebt weiterhin dort, über 90, ich hoffe, er lebt noch, ich habe vor 2 Jahren das letzte Mal mit ihm gesprochen. Auch da ganz viele Terrassen, viel Platz, aber natürlich nicht jedermanns Geschmack, ne, mit diesen Plattenbauten, das mag ja nicht jeder. Kein Aufzug möglich, auch nicht gut, komme ich auch noch gleich dazu. Hier gibt es Aufzüge und nicht nur einen, das ist die Burg in Neugereuth, das ist das erste Gebäude, das damals entstand und es ist ein bisschen schwer, sich zurechtzufinden, ich habe mich aber dann doch auch zurechtgefunden, damals
Das ist übrigens nicht Neugrad, sondern das ist in Rot. Das habe ich nur deshalb mitgebracht, weil ich es so wahnsinnig schön finde. Das ist eben auch von Peter Faller, Architekten gewesen. Auch diese Terrassenhäuser, aber halt in Rot in der Tabachstraße sind die so. Ne? Da hat jeder vielleicht, ich weiß nicht, ob das einen Aufzug hat, aber auf jeden Fall hat jedes irgendwie eine Terrasse. Sodele, Moment, machen wir nochmal zurück. Wir müssen sie jetzt durch, das noch ein bisschen mit mir zusammen angucken. Also was man damals halt hatte, war eben eine Sozialarbeiterin ganz am Anfang, weil da sind ja mitten auf der Baustelle laute Leute eingezogen, es gab keinen Laden, kein Nix da in diesem Neugereut. Und das klappte wohl ganz gut die ersten Jahre, viele Hockhetzen und alles Mögliche. Es gibt ja auch eine Stadtteilzeitung, die es weiterhin gibt. Und die Probleme, die dann mit den 80er Jahren, dass es da Drogen und alles mögliche Probleme gab in Neugereut, die wurden offenbar durch Sozialprojekte etwas gemildert. Also ich bin das letzte Mal durchgelaufen und habe mich da sehr wohl gefühlt. Es ist wahnsinnig grün und es schien mir eigentlich alles recht friedlich zu sein, da die Gegend. Hier hat man auch eine Sozialarbeiterin am Start. Die wird sogar von der Stadt gesponsert. Da sehen Sie da unten, wer da alles zugange ist. Stadt Stuttgart, die bezahlt die Sozialarbeiterin. Dann gibt es Neues Heim, die sind der Hauptbauherrin, die sehr viele tolle Sachen auch machen. Diverse andere, da ist noch die evangelische Gesellschaft dabei, die Diakoniestätten und so weiter und so fort. Das ist direkt am Bahnhof von Feuerbach. Und da gibt es in keinem Haus keinen Aufzug. Also in jedem Haus gibt es Aufzüge, schon mal gut. Und es gibt natürlich da dann auch einige betreutes Wohnen, es gibt barrierefrei, rollstuhlfrei. Es wird da, im Moment gerade sieht es noch so aus ungefähr. Es wird eine Baugenossenschaft, die nur Mieter sind, geben. Es gibt eine Baugruppe, die ist sogar schon eingezogen. Die wohnt jetzt mehrere Jahre vermutlich da mal auf einer Baustelle demnächst. Da ganz links sehen Sie, da war dieses Postgebäude, das wird gerade abgerissen. Aber hier, da steht der Rohbau schon und sieht ganz gut aus. Es sind auch, was positiv zu erwähnen ist, bei den ganzen Gebäuden Architekturbüros am Start, die das wirklich versuchen gut zu machen, auch mit Holzbau und mit allem Möglichen, also damit es auch möglichst ökologisch ist und eben halt auch mit Aufzügen. Da ist jetzt gerade der Abbruch, so soll es mal ausschauen. Das sind so auch mit vorgefertigten Holzständerbauten, allen Möglichen, damit es ein bisschen flotter geht dann auch, bis die Leute dann da sind. Das ist das Olga, das kennen Sie schon, das steht schon sozusagen, das Olga-Quartier. Die haben auch einen Preis bekommen für beispielhaftes Bauen, weil das, ich habe auch die Architektin getroffen, eine, die da lebt und sagt, wir fühlen uns wie Bullerbü, weil wir sehr viel fußläufig zu erreichen haben. Das ist ein Kindergarten gleich, da gibt es ja natürlich auch einen sehr schönen kleinen Asiaten an der Ecke, den ich Ihnen empfehlen kann, wenn Sie mal Mittagszeit haben. So schaut es da jetzt so aus. Dahinter sind die Gründerzeit. Mehrfamilienhäuser, die in den 70ern, also als ich Kind war, da wollten niemand dahin ziehen. Die hatten alle noch ihre Bäder irgendwo an der Küche dran, wenn überhaupt oder so. Aber inzwischen sind die ja größtenteils saniert oder oft saniert und eigentlich sehr schön und viele Menschen wohnen da immer gerne drin. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, du lieber Himmel. Okay, ein paar Bilder, die ich Ihnen jetzt als PDFs mitgebracht habe, hat es jetzt nicht gezeigt. Das ist aber nicht so schlimm, weil ich Ihnen eigentlich das Wichtigste schon gezeigt habe. Können wir da jetzt mal einfach noch mal stehen bleiben. Was es ja auch noch gibt, ist natürlich bei den vielen Umbauten auch Häuser, die einfach wieder schön und umgebaut werden. Da gibt es auch, also ein Degerloch zum Beispiel, das hat jetzt auch von der Architektenkammer einen Preis bekommen. Also gerade alte Häuser, die nicht mehr wirklich gut taugen fürs Wohnen, die dann von Architekten umgebaut werden. Oder Bauen auch in zweiter Reihe ist auch so ein Thema geworden inzwischen. Wo auch ein Architekt zum Beispiel, es war eine Familie, die wollte nur einen Wintergarten. Er sagt, ihr braucht keinen Wintergarten, Leute. Vermietet doch euer Haus vorne und baut euch ein neues. Und hat ein ganz kleines Hausding gebaut, 100 Quadratmeter, mit einem Megablick in den Wald in Esslingen. Und da leben die jetzt ganz glücklich mit ihrem Mops oder was sie da haben. Also auch irgendein Hund auf jeden Fall unter anderem. Und so wurde für vorne, wohnen zwei Familien drin. Hinten wohnen die Menschen, die eigentlich nie ein Haus bauen wollten, weil ihnen das alles zu anstrengend und zu stressig war. Aber dann haben sie es halt doch gewagt und gemacht. Das sind so die Hauptthemen. Gerade eben sagte ein Herr schon, passt kein Aufzug rein. Darüber habe ich letzte Woche auch noch einen Text geschrieben. Es gibt natürlich private Initiativen, Menschen, die die reichen oder wohlhabenden Bürger im Auge haben und wissen, gut, schlau ist, wer früh als später denkt und gleich vielleicht eine Wohnung kauft, wo ein Aufzug und behinderten- und barrieregerecht alles schon fertig ist.
Gleichzeitig gibt es aber auch natürlich viele Menschen, die sich das vielleicht da nicht leisten können, auch wir nicht vielleicht. Und was machen die? Die müssen halt hoffen auf gute Vermieter oder auch gucken, ob es zum Beispiel bei der Stadt gibt es Unterstützungsprogramme, wenn man weder einen umbaut oder einen Aufzug oder also barrieregerechten Eingang zum Beispiel. Das ist alles möglich, aber kostet Geld und Aufwand. Und je älter man wird, desto weniger möchte man das vielleicht einfach auch nicht. Da gibt es auch immer wieder mal, muss ich mal gucken, ob ich das habe. Ich habe die Zahlen jetzt hier auch noch. Sehr, sehr wenige. Also 21% der Menschen verfügen über einen ebenerdigen Zugang. Es gab eine YouGov-Umfrage. 48% der Immobilienbesitzenden ab 65 verschieben aktuell die Entscheidung für einen Umbau, was man gut verstehen kann, weil die Fördertöpfe ja ständig leer sind. Lediglich 9% beabsichtigen, in den nächsten 2 Jahren zu modernisieren. Und die Beauftragten der Bundesregierung für die Belange für Menschen mit Behinderung stellen Forderungen, die natürlich verstehbar und gut sind. Nur barrierefreier Wohnungsbau verdient das Prädikat. Sozialer Wohnungsbau, auch die Architektenkammer macht immer wieder darauf aufmerksam, dass eben da mehrere Millionen Wohnungen für derlei fehlen. Ich habe mich mal ein bisschen umgehört bei den Wohnbaugesellschaften. 19.000 Wohnungen ungefähr hat die SWSG, davon sind 1.000 barrierefrei und 5.100 mit Aufzug. Es sind aber auch offenbar weitere 2.000 Wohnungen ungefähr geplant, die auch über einen Aufzug zugänglich sind und barrierefrei. Die Caritas hat auch immerhin 110 Wohnungen und eben die solche Baugenossenschaften wie Neues Heim haben sich jetzt seit 2013 entschlossen, alle neuen Wohnungen barrierefrei zu errichten. Also auch dann ebenerdige Duschen, und also die man einlaufen kann. Walk-in, wie es so schön neudeutsch heißt. Also da ist geplant, dass man da ordentlich aufstockt und noch mehr dann zeigt, was ich Ihnen jetzt leider nicht zeigen kann, was Sie aber übermorgen in der Zeitung bei uns sehen können. Bitte ich Sie also jetzt noch ein bisschen sich zu gedulden, weil ich die Bilder noch nicht zeigen darf, weil es eigentlich Architekturbilder sind. Passend geradezu, als wäre es quasi für unseren Vortrag hier, so für unseren Abend hier heute gemacht worden, ist dieses Jahr der Häuser Award verliehen worden. Das ist ein europaweiter Wettbewerb für ein Mehrfamilienhäuser und 2 dieser Preise gingen nach Stuttgart. Der erste Platz für Architekten von M heißen die. Das haben wir auch schon in der Zeitung mal vorgestellt. Die haben ein Doppelhaus aus Beton gebaut. Unten drunter verläuft eine Leitung, haben die alles neu schön gemacht. 140 Quadratmeter pro Person, also pro Familie, sorry. 2 Familien wohnen da drin. Und die Jury war eben sehr begeistert davon, dass das Haus so gebaut ist, dass man das jederzeit in eine Wohngemeinschaft umbauen kann und dass da schon ein Platz vorgesehen ist für den Aufzug. Das ist ein junges Architektenpaar, das da wohnt mit Kindern, die haben jetzt noch nicht gerade vermutlich mal das Geld gehabt, den Aufzug einzubauen, aber der Platz ist da, muss man nur noch machen. Also wenn der nächste große Auftrag irgendwann mal kommt, dann können die das machen oder wenn sie es halt verkaufen, kann das jemand dann im Zweifel vielleicht dann selber machen oder so. Das dann dazu und das können sie dann übermorgen in der Zeitung sich auch dann angucken, wie das aussieht. Im Internet steht es schon, da haben wir es schon veröffentlicht. Denn so ganz ohne diesen Wunsch aufs private Wohnen und Eigentum, so schön sowas vielleicht auch ist, wird es wohl nicht gehen. Auch wenn manche Architekten sagen, also Einfamilienhäuser brauchen wir gar nicht mehr. Es gibt ja jetzt auch gerade, haben Sie vielleicht mitbekommen, eine Petition, dass eben die grüne Wiese nicht mehr bebaut werden soll mit neuen Familiensiedlungen, wo eben auf sehr viel Platz versiegelt wird für sehr wenig Wohnmöglichkeiten letztlich. Und wenn man dann älter wird, dann muss immer der mobile Dienst von Häuschen zu Häuschen fahren, wo dann immer jeweils ein Mensch drin wohnt. Also richtig zukunftsorientiert ist das natürlich nicht. Aber wir leben halt nicht im Sozialismus, was ja gut ist, wie ich finde. Und deswegen kann ich Ihnen die Frage, wie viel Quadratmeter man zum Glücklichsein braucht, nicht beantworten. Das müssen Sie dann selber tun. Oder vielleicht schaffen wir das zusammen gleich in der Diskussion. Das wären jetzt mal so meine Stichworte, die ich hätte. Und würde dann sagen, können wir anfangen zu sprechen, wenn Sie möchten. Ja, ganz lieben Dank. Nichts zu danken für den kleinen Spaziergang. Schönen Bild, genau, den Spaziergang, ganz gemütlich im Sitzen.
Hat denn jemand schon eine Frage im Kopf oder Gedanken dazu? Ja, bitte, wenn Sie so lieb wären, oder ich gebe Ihnen auch meinen. Hallo? Ja. Ja, Pfleider aus Wallendorf. Also erstmal, also vielen Dank für Ihr Referat. Und Sie haben also mehrfach über die Quadratmeteransprüche, über die stark unterschiedlichen Quadratmeteransprüche gesprochen. Mhm. Und mich würde mal interessieren, was sagen Sie dazu, dass das Stuttgarter Jobcenter einem alleinstehenden, also Bürgergeldempfänger, im Durchschnitt 45 Quadratmeter zugesteht. Also die Antwort von Ihnen hätte ich gerne, dass das zu viel ist. Es liegt leicht unter dem Durchschnitt, der aktuell gerade da ist. Florian Kaiser von Kaiserschenk würde Ihnen absolut auch zustimmen, dass es vielleicht ein bisschen viel ist. Florian Kaiser, das ist der Architekt von Kaiserschenk. Die haben den Bau Bundesstiftung Baukulturpreis bekommen für ein auch umwidmenbares Holzhaus auf dem Land, wo sie auch Nachverdichtung auf dem Land gemacht haben. Das sind die Architekten, der hat mit seiner Freundin sehr lange auf sehr wenig, 20 Quadratmeter, glaube ich, gewohnt. Nach welchen Kriterien die Stadt diese Sätze und Quadratmeterzahlen aufsetzt, da muss ich leider passen, da bin ich nicht so ganz im Bilde davon. Aber natürlich bei den aktuellen Problemen, die wir haben, wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, mal darüber nachzudenken. Die Frage ist nur, gibt es genügend von diesen weniger Quadratmetern, wo dann jemand einziehen könnte? Das ist ein bisschen das Problem, dass eben sehr die Quadratmeter durchschnittlichen Wohnungen werden auch immer größer. Also gerade an kleinen Wohnungen merkt man ja auch, ob man kauft oder mietet, die sind im Prinzip immer viel teurer als größere Wohnungen. Also im Zweifel ist man günstiger in einer Wohngemeinschaft unterwegs. Hm. Alles klar. Mhm. Vor 30 Jahren hatte der durchschnittliche Stuttgarter 37 Quadratmeter. Heute geht er über 40 hinaus. 47, 48 in der Größenordnung. Mhm. Genau. Da werden aber jetzt beispielsweise bei allen Wohnberechnungen, wie viele Wohnungen werden geschaffen in Stuttgart, nur die Hälfte, wie vorgenommen von den 4.000, da sind alle Studentenwohnzimmer, alle Flüchtlingszimmer, alle mitgezählt. Ja. Das ist Beschiss von vorne bis hinten, anders kann man es nicht bezeichnen. Schönrednerei. Und in der Schweiz beispielsweise, die gehen jetzt auf 60 Quadratmeter pro Nase zu, hat man sich vor 30 Jahren, ich habe da in einer Studie mitgearbeitet, nicht vorstellen können, wie will man das heizen, putzen und so weiter. Ja. Und dann kommt natürlich dazu, über 50% Einpersonenhaushalte und die Demoskopie. Früher dachte man, ja gut, wir werden älter, bis 2050 brauchen wir dann weniger Wohnraum, weil es ja weniger Leute werden. Es ist genau umgekehrt. Je älter die Leute werden, je mehr Wohnraum brauchen sie. Und deswegen hat man vor 15, 20 Jahren die Förderung von Wohnen eingestellt, den sozialen Wohnungsbau reduziert, die Wohnungen verkauft und so weiter. Das ist eine Misere, dass man in unserer Bundesrepublik immer zu kurz denkt. Und die ganzen Probleme, die aufstehen, das fängt an bei der Bodenpolitik. Für die CDU ist immer noch Erbpacht ein Wort des Teufels. Gestern Abend bei der Architektenkammer, da kommt er, ja, da können die Genossenschaften das nicht mehr beleihen, wenn ihnen der Boden nicht mehr gehört. Warum müssen sie den Boden beleihen, wenn sie ihn gar nicht kaufen müssen? Das sind Trugschlüsse bei manchen Leuten. Und dann kommt noch etwas dazu, Waisenhof war eine Siedlung für industriellen, einfachen, schlichten Wohnungsbau. Heute macht jeder Architekt, will sich selber ein Denkmal setzen, jeder Bauherr will seinen eigenen Palast haben. Mhm. Und wenn ich dann sehe, wer prämiert wird, es sind immer die Architektenhäuser für Architektenbauherren.
Die werden prämiert. Die müssen sich nicht mit allem rumschlagen. Und dann kommt noch etwas dazu. Früher hieß es beispielsweise, wenn man auf die Preise geht, Bauen ist nicht mehr bezahlbar. Da kriege ich den Lachkrampf. Schauen Sie, früher Eiernest, das waren 100 gleiche Häuser. Serielles Bauen. Ja, früher, ja. Ich noch zwei Sätze. Früher hieß es bei einer Ausschreibung, der Meister, der Handwerksbetrieb, muss den Meisterbrief nachweisen. Heute heißt es, und das ist keine Diskriminierung, Migranten arbeiten meist besser als deutsche Handwerker. Wirklich. Heute heißt es, es muss mindestens ein Deutschsprechender auf der Baustelle sein. Ja, das ist kein Witz. Ja, ja, glaube ich gleich. Das sind die ganzen Miseren und da muss man an den Grund gehen, nicht an der Oberfläche rumwuseln, wie viele das tun, sondern an den Grund gehen und die Dinge benennen. Ja, da haben Sie mit vielem natürlich völlig recht, dass zum Teil der Wunsch nach mehr, kennt man noch, Sie kennen doch alle dieses, bestimmt auch dieses schöne Gedicht von Tucholsky, oder? Vorne die Ostsee, hinten die Friedrichstraße mit schöner Aussicht, ländlich mondän, vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen, aber abends zum Kino hast du es nicht weit, das Ganze schlicht, voll Bescheidenheit, 9 Zimmer, nein, doch lieber 10. Ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen, Radio, Zentralheizung, Vakuum. Natürlich, die Menschen müssen da auch mitmachen und auch sich überlegen, ob sie mit weniger Platz zurechtkommen könnten. Bei den prämierten Häusern jetzt, was Architekten und Architektur, Gebäude, ich glaube, natürlich gibt es diese Signature-Architekten. Ich habe aber schon auch den Eindruck, dass es viele Architekturbüros gibt, die sehr stark da mitdenken und umdenken. Zum Beispiel die jetzt auch diesen Preis im Pfaffenhofen Heilbronn bekommen haben, wohnen nicht drin. Die Bauherren sind auch keine Architekten, nur die Architekten sind die Architekten. Das gibt es schon auch und es gibt auch sehr viele Bauherren, die ich schon kennengelernt habe, die auch Preise für die Häuser oder Umbauten bekommen haben. Das sind ganz normale Leute, die halt viel schaffen und einen Berg voll Schulden sich jetzt aufgeladen haben natürlich. Und was diese Quadratmeterzahlen betrifft, klar, das wird natürlich immer mehr. Ich fände es auch schön, man würde sich da mal wieder ein bisschen zurückbesinnen auf ein bisschen weniger Platz, der möglich ist. Ich wurde extrem eigenartig beguckt, als ich umgezogen bin und von einer 90 Quadratmeter in eine 75 Quadratmeter Wohnung zu zweit gezogen bin. Ich finde, ich habe immer noch genug zu putzen. Also wir täten auch ein bisschen weniger reichen, aber ich habe auch, also es ist schon in Ordnung, so wie es ist. Aber klar, die Wünsche sind groß und das, was Mart Stamm vom Repräsentieren so gesagt hat, ist natürlich weiterhin ein Thema. Und dass so viele Sozialwohnungen verkauft wurden in Stuttgart, wissen Sie alle. Das war nicht die CDU, das war die SPD, die da mitgemacht hat, leider. Die SPD hat ja auch die Heuschrecken reinlassen mit ihren Gesetzen, was der Schröder gemacht hat, dieses Neoliberale. Ja. Da gibt es ein Buch von einer Karen Lai, Vonopoly, da wird es beschrieben. Karen mit C und Lai, L-A-Y. Lesen Sie es alle, bitte. Ja, also natürlich, Sie wissen ja auch in Richtung Feuerbach, Stuttgart Nord, ich glaube, weiß nicht, ob es wer es genau dann gekauft hat, war vielleicht auch nicht so eine ganz gute Idee. Wird man heute vielleicht auch nicht mehr machen. Auch sehr viele, auch das Altstadtviertel, hat man sehr viele von diesen alten kleinen Häuschen verkauft und jetzt kauft man sie wieder zurück, weil man die Altstadt erhalten möchte für einen sehr großen anderen Geldbetrag, als man es damals verkauft hat. Danke. Manfred Dieters Lenz, mein Name. Es wurden jetzt sehr viele Fragen aufgeworfen und auch die Vergangenheit beschrieben. Das kann man machen, aber ich denke, das meiste kennt jeder. Sie haben auch in vielen Punkten recht, aber jetzt geht es ja um Lösungen. Wie wollen wir jetzt künftig agieren, um die Probleme zu lösen? Und ich denke, es wäre wesentlich wichtiger. Auf der Fahrt hierher habe ich im Radio zufällig einen Beitrag gehört. Der spielt zwar in Karlsruhe, aber den kann man auf Stuttgart übertragen. Und zwar, Aldi baut auf seinen Supermärkten oder auf einem großen Supermarkt Wohnungen.
Dann war die Interviewerin mit einem Vertreter der Stadt Karlsruhe unterwegs und sagte, ist es nicht blamabel, dass die Stadt jetzt schon durch die privaten Supermarktbetreiber Wohnungen bauen muss? Dann sagt der Vertreter der Stadt, nee, das ist überhaupt nicht peinlich, weil die Stadt ist nicht für Wohnungen zuständig. Für Wohnungen sind die privaten Bauherren zuständig. Die Stadt ist nur für das Bauordnungsrecht, für die Umsetzung und die Überwachung der Bauordnungen zuständig und dafür zuständig, Flächen bereitzustellen. Das war wohlgemerkt heute im Jahr 2024. Ich möchte nur mal klarstellen. Ob man das auf Stuttgart übertragen kann, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe sehr, dass. Dahin geht meine Frage. Ganz kurz noch die Frage: Kennen Sie Beispiele in Stuttgart, wo zum Beispiel diese tolle Idee, Supermärkte zu überbauen mit Wohnungen, umgesetzt wird? Das halte ich für eine gute Idee, weil das Grundstück wird dann doppelt genutzt und kann man auch in relativ günstiger Bauweise, weil es sowieso Leichtbau ist, umsetzen. Also ich glaube, dass es schon in Stuttgart-Ost auf dem Aldi sind, glaube ich, Wohnungen. Unser früherer Chefredakteur hat da drauf gewohnt. Das wird ja immer wieder gemacht. Was ich jetzt nicht zeigen konnte, weil die PDFs sich hier nicht öffnen lassen. Ein wichtiges Thema ist natürlich, dass Nachverdichtung der Stadt nicht nur im Hinterhof vielleicht stattfindet, sondern das PESL-Institut hat mal errechnet, man könnte 2 Millionen ungefähr, ich sage jetzt einfach mal so im Schnitt, 2 Millionen Wohnungen schaffen, wenn man diese vielen, Sie kennen diese Nachkriegsgebäude, die schnell gebaut wurden in den 50er, 60er Jahren. Meistens viergeschossig ohne Aufzug, wenn man die nachrüstet, umbaut, möglichst nicht so sehr saniert, dass alle Mieter ausziehen müssen, sondern dass sie wohnen bleiben können. Und da dann mit Leichtbau noch was drauf sitzt, war ich in Convestheim in einer Wohnung, es war eben auch privat natürlich, muss man sagen. Das Haus gehörte einer privaten Bauherrin, die Geld loswerden wollte zum Glück. Da sind 4 75 Quadratmeter Wohnungen drauf entstanden und das Gebäude ist jetzt auch, da waren noch uralte Heizungen als mögliche drin, also da ist jetzt auch energetisch saniert worden und die Menschen wohnen alle dann noch weiterhin. Das sind natürlich tolle Beispiele, werden aber vielleicht nicht in dem großen Stil nachgebaut. Ich weiß auch nicht, warum die WSG zum Beispiel das nicht so sehr macht. Man sieht immer wieder, da wird saniert, aber nicht so sehr. Das ist ja ein städtisches Unternehmen. Die Stadt versucht da schon viel zu machen, aber es bleibt eben doch weiterhin oft Initiative der privaten Bauherren, da voranzugehen, habe ich den Eindruck. Also weil eben auch da klar ist, es ist ja eine Investition in die Zukunft, wenn man die Häuser auch energetisch saniert, wenn man sie mit Aufzügen ausstattet, dann steigen diese Gebäude im Wert. Sie werden auch ökologisch besser natürlich auch und bekommen sozusagen dadurch auch einen höheren Wert. Das wissen die privaten Bauherren und Firmen, die auch bauen, auch teilweise selbst Investoren, wissen das. Die Stadt, glaube ich, in Stuttgart versucht das schon. Es gibt ja auch dieses Amt für Bauen und Wohnen, die unterstützen auch Umbau in, wenn man zum Beispiel jetzt ein Dach ausbaut oder wenn man also Wohnraum zusätzlichen schafft, gibt es eben auch Förderprogramme, die auch tatsächlich, hoffe ich zumindest mal, ausgezahlt werden, anders als jetzt vielleicht teilweise diese KfW-Kredite. Aber dass natürlich der Staat sich teilweise auch dann in den 80ern rausgezogen und gesagt hat, ja, es ist zu teuer, wenn wir jetzt sehr viel sozial fördern, dann können wir ja unsere, wenn da der ein oder andere Politiker vielleicht auch ein paar Häuschen hatte zu vermieten, hätte der vielleicht auch nicht mehr so viel Geld verdient. Ja, das. Das Thema ist ja natürlich ganz einfach die Dreisatzrechnung Mietkosten zu Herstellkosten oder Mieterlös zu Herstellkosten. Und das klafft im Augenblick eben in der Regel auseinander, ja, wenn es um sozial geförderten Wohnraum geht. So, und da muss die öffentliche Hand leider Gottes wirklich einen Anschub machen. Absolut. Auch wenn man jetzt sagt, die Baufirmen haben sich die Taschen vollgestopft in den Boomjahren, das mag sein. Das gilt für einige, nicht für alle, aber das hilft da nichts. Wir müssen in die Zukunft schauen und wir müssen einen Anschub machen, damit jetzt mal irgendwas in Gang setzt, weil man redet seit Jahren über 400.000 Wohnungen, aber jeder zieht sich zurück, die EnBW, Sie haben es als gutes Beispiel genannt, als schlechtes Beispiel, zieht sich zurück, hat einen Milliardengewinn, stand in Ihrer Zeitung. Gut, der Vorstand wurde jetzt gewechselt. Ob er wegen dem Stöckach gewechselt wurde, mag ich zu bezweifeln. Aber da muss sich irgendwas tun. Ja. Warum bauen die jetzt nicht mal die erste Stufe zumindest? Um mal zu sagen, wir gehen mal ein bisschen in Vorleistung. Dasselbe ist ja mit dem Eiermann-Areal. Riesenareal in Feuerbach, in Vaihingen.
Da wird ja auch schon sehr lange überlegt, sehr, sehr lange wird da überlegt. Da bräuchte es einfach ein sehr, man hat es ja erlebt, wenn da eben die Politik sehr sich das auf die Fahne schreibt, dann passiert es vielleicht leichter, sage ich jetzt mal diplomatisch. Wir hatten letztens, wir haben so eine Serie gemacht über Abriss in Stuttgart, wird zu viel abgerissen, zu wenig. Da ging es auch um, was wurde denn mal erhalten und vielleicht waren Sie mal in den Wagenhallen, die wurden ja erhalten, auch saniert und so, natürlich aber auf Betreiben ganz extrem des damaligen Oberbürgermeisters, also was auch immer er sonst gemacht hat, aber da hat er sich schon sehr eingesetzt und natürlich würde man sich wünschen, dass jetzt bei solchen Projekten wie der Eiermann-Areal oder eben auch diesem neuen Stöckach sich die Stadt einen Ruck gibt. Natürlich kann die Stadt nicht jedes Projekt, was jetzt ein privater Bauherr nicht mehr zu Ende bauen will, weil die Baukosten so gestiegen sind, übernehmen. Aber im Moment sieht es natürlich schon so aus, dass sehr viele von den internationalen Bauausstellungen, Projekten, da wird ja sehr viel lösungsorientiertes Bauen versucht. Auch in Rot entstehen da ja, da wurde zwar abgerissen, aber da entstehen ja auch wieder kleinere Wohnungen, auch Wohnungen, die man tauschen kann, wo Menschen in sogenannten Clusterwohnungen sind. Das heißt, jeder hat so ein Plätzchen für sich im Prinzip wie eine WG, aber es gibt auch einen großen Gemeinschaftsraum. Es gibt ja auch bei der SWSG Wohntauschprogramme, weil man eben das Problem hat, man hat irgendwo, meine Schwester wohnt zum Beispiel in einem großen Haus und ja, da fühlt sie sich jetzt wohl und alles, aber wird sie das in 20 Jahren auch noch so wollen und will man dann ausziehen, man sagt es immer, aber dann ist es doch, fällt es einem vielleicht schwer. Und da ist natürlich schon auch jeder Einzelne gefragt zu überlegen, kann ich rechtzeitig vielleicht mal mit jemandem tauschen? Dann hätte man da auch schon wieder ein bisschen was von dem Wohnproblem, das uns alle so beschäftigt, wieder geregelt. Aber natürlich kann, also meiner Ansicht nach wäre es schon schade, wenn der Staat sich insgesamt komplett aus diesem Thema rausziehen könnte. Ich weiß nicht, was dieser Mensch da in Karlsruhe, was das für einer war. Lutz Wahler, guten Abend. Ich wollte auch noch kurz was dazu beitragen. Von der Initiative Neuer Norden. Wir wollen auch gemeinsam Wohnraum schaffen und haben vor am Wochenende jetzt eine Exkursion nach Wien gemacht, voriges Wochenende. Und viele von Ihnen werden das sicher wissen, dass die Stadt Wien quasi vorbildlich mit ihrem Grund und Boden umgegangen ist. Die Stadt ist der größte Immobilienbesitzer dort und die finanziert nach Kräften große Gemeinschaftswohnbauprojekte und lässt den Leuten dort den Raum, diese Dinge zu entwickeln, entwickelt auch selber Dinge. Aber es ist natürlich fantastisch, was dort für, gerade was Sie angesprochen haben, wie solche Gebäude eben mit 40 bis 100 oder 200 Wohneinheiten dort entstehen, die Gemeinschaftsräume, die also gemeinsames Wohnen mit Kulturveranstaltungsräumen und alles mögliche beinhalten. Da haben wir ungefähr 5 verschiedene Projekte besucht und das ist phänomenal und das ist hier ein Armutszeugnis, dass es quasi von der Stadt hier kein Entgegenkommen gibt, gerade mit dem Erbbaurecht oder solche Dinge, die Stadt in die Hand nehmen könnte, wo sie Geld in die Hand nehmen muss. Sie muss Wohnraum schaffen für Leute, die einfach sich nicht diese teuren Mieten leisten können. Wer bei der Polizei, beim Krankendienst oder im Sozialdienst arbeitet, der hat keine Gehälter, diese Mieten weiter zu bezahlen und die Stadt ist in der Pflicht, das zu tun und das muss irgendwie besser heute wie morgen passieren und gestern ich verstehe es nicht, ist vorgestern oder schon, dass auch Dinge passieren, die unvorstellbar sind, dass das nicht längst passiert ist. Es ist, eine Sache, die mich, weil ich es jetzt nicht in der Presse verfolgt habe, aber ich habe es zufällig mal gehört, ist, dass auch, vielleicht wissen Sie das, der Atelier am Bollwerk, das ist jetzt, da zieht die Stadt ja jetzt ein in das Gebäude. Ist es richtig, dass das verkauft worden ist an BlackRock? Haben Sie das gehört? Und dass die Kinos jetzt dort ausziehen, weil die dort irgendwelche Veranstaltungsräume brauchen? Da hat mein Kollege Jörg Nauke drüber berichtet, da kann ich mich dran erinnern, vage, weil der über solche Städtebauprojekte öfter schreibt. Aber muss ich gestehen, ist entweder an mir vorbeigegangen oder war ich in Urlaub, aber wie da jetzt der aktuelle, ganz aktuelle Stand ist, weiß ich auch nicht. Aber Wien ist natürlich, da ist man neidvoll. Die haben schon sehr, sehr früh
eben sehr viel sozialen Wohnungsbau gemacht, auch hochwertigen Wohnungsbau, Wohnungen, die teilweise, also Gebäude, die auch schon 100 Jahre alt sind, wo Leute immer noch drin wohnen. Es wird neu gebaut, es wird viel gebaut. Was man jetzt, hier ist man schon glücklich, wenn man in einem Mehrfamilienhaus oder in so einem Areal, auch da zum Beispiel, wo das Uferkino ist, wenn da die Bauherren sagen, okay, wir machen, es braucht doch nicht jeder ein Gästezimmer, um Himmels Willen. Und es braucht auch nicht jeder nochmal ein extra Arbeitszimmer. Haben wir doch vielleicht einfach ein so ein Gästeraum oder zwei, den man dann sozusagen belegen kann, wenn es soweit ist, dass man Besuch bekommt, dann braucht man schon wieder auch eine kleinere Wohnung. Aber das sind natürlich Tropfen auf heißen Stein. Ich war auch bei einem Architekturbüro, die haben zum Beispiel in so einem hinteren Bereich haben die so einen Ort, wo man Kaffee trinken kann und wo man sich so trifft immer wieder mal und auch noch ein Extrazimmer. Das geben die ihren Mitarbeitern, wenn die Besuch haben. Wenn die am Wochenende Besuch haben, dann dürfen die da ihren Besuch da schlafen lassen oder schlafen selber da oder dürfen da auch eine Party mal feiern oder so. Also Räume, das war auch, einer von Ihnen hatte das hier ja auch gesagt, möglichst nicht nur einfach mal so von auch Bürogebäude, von 8 bis 4 werden die genutzt, danach schlafen die vor sich hin. Das muss ja nicht sein. Also es gibt auch, fahre ich nächste Woche hin, ein Besucherzentrum von einer Firma und da hat man auch gesagt, haben die Architekten gesagt, da machen wir noch eine teilweise Fabriknutzung rein. Und am Wochenende, weil es in dem Dorf keine Disco gibt, haben wir noch eine Dorfdisco. Dann ist sozusagen 7 Tage die Woche dieses Gebäude im Betrieb und steht nicht einfach nur so sinnlos in der Gegend rum. Diese Ideen gibt es, werden viel diskutiert, aber dass man da als Stadt natürlich in Stuttgart sehr viel nicht getan hat, ist extrem bedauerlich. Wir hoffen, dass es besser wird. Sie dürfen wählen immer wieder. Kommunalwahlen sind demnächst. Darf ich? Das Beispiel Wien, wunderbar. Das gibt seit 100 Jahren, sind die Mittel bekannt, die Möglichkeiten bekannt. Man müsste es nur machen. Und da kommen 2 Dinge beispielsweise. Einmal die individuellen Wünsche. Denn bei diesen Bauherrengemeinschaften hier, Olgäle, das hat 2 Jahre geruht, weil handwerkliche Fehler begangen wurden. Das gehörte der Stadt. Da haben diese einzelnen Bauherrengemeinschaften, Klammer auf, viele Lehrer, Klammer zu. Nichts gegen Lehrer, bitte. Ja, gut, einverstanden. Aber nichtsdestotrotz haben gesagt, wir lassen die Leitungen nicht durch. Im Kaufvertrag ein Satz, Leitungen sind zu dulden. Da musste der Bebauungsplan 2 Jahre neu aufgelegt werden, damit es gebaut werden konnte. Mhm. Denn da kann die Feuerwehr reinfahren, das Müllfahrzeug kann nicht rein, weil die Tiefgarage zu dünn dimensioniert ist. Handwerkliche Fehler. Und wenn dann der Herr Petzold sagt, der sich gut vorkommt, wenn er mit einem Fahrradhelm in der Zeitung kommt, wunderbar, das ist das, was er kann. Aber man sagt ja, Klammer auf, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Baurechtsamt muss 100 bei einem Baubesuch 110 Sachen prüfen. Ja, mindestens. Gott, dann schafft endlich die Bauordnung von 1896 ab, die da abgeprüft werden muss. Räumt es aus und nicht mehr Leute, weniger Leute. Da gibt es ein Gesetz, das heißt Parkinson, nicht die Krankheit, Parkinson. Je mehr Verwaltung steigt, die Zahl quadratisch, die Effektivität nimmt quadratisch ab. Kleine Einheiten, Verantwortung delegieren. Ich muss noch meinen Vorgesetzten fragen. Ja, ich muss meinen Obervorgesetzten fragen. Angst. Haben Sie jemals ein Baugesuch in Stuttgart probiert? Zum Glück nicht. Katastrophe. Nicht Leute einstellen, Leute im Baurechtsamt entlassen, entmisten. So geht es, ja. Es gibt ja diese Initiative, die kennen Sie ja bestimmt, haben Sie schon von gehört, diese Einfach-Bauen-Initiative, die kommt eigentlich aus Bayern von der Architektenkammer, weil die Bauherren und die Architekten verzweifeln an den hunderten, tausenden Vorschriften und noch mehr Sicherheitsvorschriften, auch Angst vor verklagt werden natürlich, weil immer alles scheinbar... Ja, aber es ist oft ein Stau da wo es runterkommen soll, offenbar. Diese Initiativen gibt es auch von der Architektenkammer, vom Bund Deutscher Architekten. Es bewegt sich immer wieder was vor, zurück. Vielleicht geht es noch ein bisschen weiter voran. Man kann es hoffen, einfach nur. Aber ich schlafe
nicht mal richtig sagen würde. Ja, oft ist Angst im Spiel, könnte man manchmal vermuten. Jetzt haben wir so viele verschiedene Themen, gell, die wir hier angerissen haben. Ich wollte doch noch mal zum Schluss fragen, was meinen Sie denn, was jetzt für Stuttgart ganz spezifisch mit diesen ganzen Grundvoraussetzungen, die wir jetzt auch schon besprochen haben, die extremen Preise, aber auch die Topografie der Stadt, ne, die Diskussion zwischen der Verdichtung und den Kaltluftschneisen. Ne, was macht man mit der Hitze, die uns vielleicht erwartet die nächsten Jahre? Wie gehen wir damit um? Also es gibt ja so viele Themen, die wir jetzt auch noch gar nicht alle anschneiden können. Was meinen Sie denn, was die größte Herausforderung ist? Also bekommen Sie da Diskussionen auch mit? Was wäre so das, was man prioritär angehen müsste? Ich denke schon, dass oft, also bevor jetzt sozusagen die Bauanträge gestoppt sind, weil alles so teuer geworden ist und so viele Kredite so teuer geworden sind, waren natürlich diese unglaublich langen Wartezeiten für eine Baugenehmigung extrem hinderlich für Bauen und für neues Bauen. Ich glaube, dass man das jetzt nicht mit einem Vorschlag alles lösen könnte, dann würde ich jetzt hier nicht stehen, sondern hätte wahrscheinlich mir eine von diesen Mercedes-Wohnungen in Dubai schon mal reserviert für 1 Million oder so, die da jetzt gerade gebaut werden. Bitte? Ja, da ist stimmt. Aber wenn man ganz oben wohnt, dann geht es einigermaßen vielleicht. Ja, das sind natürlich alles nur Geldanlagen. Das weiß man ja natürlich auch. Ich glaube, dass man das Problem sicher von mehreren Seiten angehen müsste. Umdenken muss stattfinden, bei jedem selber vielleicht auch, sich nochmal zu überlegen, wie will ich denn wohnen, wie kann ich wohnen, geht es auch mit ein bisschen weniger Platz. Und natürlich muss viel auch im Bestand umgebaut werden, denn das wurde jetzt eher nur so gestreift. Natürlich ist dieses frühere ewige Abreißen und Neubauen und dann hässlich Neubauen, ohne Architekten Neubauen, hat die Stadt nicht schöner gemacht wirklich und auch die Lebensqualität nicht unbedingt verbessert. Da wird ja jetzt daran gearbeitet, dass man da eben einen Gestaltungsbeirat hat, dass es dadurch besser wird, dass man dann wirklich da doch öfter mal, so wie jetzt auch zum Beispiel in Feuerbach, einfach versucht auch jetzt nicht einfach nur es funktionierend zu machen, sondern auch so, dass man es auch noch gerne anschauen möchte in ein paar Jahren oder Jahrzehnten vielleicht sogar. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich muss ja sagen, ich habe nichts gegen Hochhäuser, ehrlich gesagt. Ich frage mich immer, warum. Wenn man sowieso sagt, oft wird ja kein Hochhaus gebaut, weil ab Stockwerk so und so muss man halt einen Aufzug, dann muss man 2 Aufzüge, auch das wieder ein Problem mit den vielen Vorschriften. Da könnte man natürlich schon vielleicht mal das ein oder andere nochmal auf einen Schwung schnell schaffen an Wohnraum. Aber da gibt es natürlich einfach große Vorbehalte von der Ökologie her. Und immer da, wo es gebaut werden soll, da wollen es die Leute halt nicht so wahnsinnig gerne und haben dann Angst, dass alles ganz schlimm wird und dass sie auf einmal im Tatort wieder auftauchen, wenn es wieder soziale Brennpunkte gibt. Und dann wird ja immer gerne in Freiburg gefilmt, Freiberg wird dann gerne gefilmt oder so. Das ist, glaube ich, halt so dieses Hauptproblem, dass man einfach sehr viele Baustellen gleichzeitig halt viel versäumt hat und manches kann man halt auch nicht mehr zurückholen. Was weg ist, ist weg. Wie gesagt, Saarland, ne? Oder auch Magdeburg. Da ist noch günstig zu wohnen. Oder auch Görlitz, da gab es mal eine Reportage, die ein Kollege von mir geschrieben hat, da gab es eine Art Begrüßungsgeld, wenn Sie da hinziehen, da bezahlen Sie ganz wenig Miete und bekommen noch ein Begrüßungsgeld, wohnen Sie aber halt auch in Görlitz, ne? Und nicht im schönen Stuttgart, wo die schönen Mineralbäder sind. Hat auch eine Altstadt, ne? Ja. Ja? Ja, Kupferschmidt, guten Abend. Wir hatten vorher anklingen lassen, wer soll Wohnungen zur Verfügung stellen. Viele sahen das bei privaten Anbietern, bei Wohnbaugesellschaften. Viele sahen das bei der Stadt, bei der öffentlichen Hand. Da muss man ja sehen, dass es dann Gelder sind, die dann von uns allen zur Verfügung gestellt werden. Gibt es denn Zahlen, wer in Stuttgart, in den Städten überhaupt, in großen Städten, in den Wohnungen lebt? Wie viel Anteil ist es an Wohnungen, die Mitarbeiter belegen von großen Firmen? Und gibt es da Zahlen, wie viel Werkswohnungen zum Beispiel große Firmen zur Verfügung stellen? Was wurde da gemacht? Wurde da im letzten, Sie kennen die Fragestellung vielleicht schon,
wie viel wurde da an Wohnraum geschaffen oder wie viel Werkswohnungen gingen vielleicht sogar verloren und ist es den Firmen überhaupt bekannt, welche Möglichkeiten denn bestehen, Abschreibungsmöglichkeiten, wird von den Firmen gesehen, welcher Mehrwert oder welche Nachhaltigkeit denn im Angebot einer Werkswohnung für Angestellte von bis, also vom Angestellten bis zur Führungskraft, bis zur Management-Ebene, welche nachhaltigen Möglichkeiten es denn gibt, Gelder sinnvoll einzusetzen, nachhaltig einzusetzen und auch für die Firma natürlich nachhaltig einzusetzen, weil wenn man den Leuten dann eine Wohnung anbietet, auch durchaus hochwertiger Wohnraum, könnte man ja Boni viel nachhaltiger für die Firmen investieren. Ne? Da kommt dann sicherlich dann auch mehr Output raus und auch für längere Zeit, weil wenn Sie einfach Geld auszahlen, ich weiß nicht, gibt es da Untersuchungen, wäre das Geld ja weg. Dankeschön. Ich habe die Frage bei der Mercedes-Pressestelle hinterlegt. Und die Antwort ist, natürlich ist denen bekannt, dass sie keine Werkswohnungen haben und dass sie auch keine bauen wollen. Was ich bedauerlich finde, aber es ist so. Es liegt nicht im Portfolio von Mercedes, Werkswohnungen bereitzustellen. Früher gab es das mal, aber früher ist halt nicht heute. Und ich habe da jetzt noch keine Untersuchung bei ganz vielen anderen Firmen. Was man aber weiß, ist natürlich, dass das oft ein Problem ist, dass Menschen nicht hierher kommen wollen, die gut qualifiziert sind, weil es teuer ist oder weil sie halt auch ewig anstehen müssen überall und weil nichts funktioniert. Das sind natürlich solche, das sind Wirtschaftsfaktoren, die für die Stadt einfach ganz schlecht sind, auch für die Firmen schlecht sind. Dass die Firmen selber, es gibt, was es immer mehr dazu, aber wiederum auch gibt, in Berlin natürlich noch viel mehr als in Stuttgart, ist dadurch, dass diese Mietpreisbremse und Mietspiegel und sowas alles existiert, der existiert nicht, wenn sie eine möblierte Wohnung vermieten. Mikroapartments werden von Privaten natürlich häufig inzwischen mal angeboten, wo Menschen, es gibt ja viele, die nur ein Jahr irgendwo da sind und dann wieder weiterziehen, die wollen ja nicht jedes Mal ihre Wohnung, wenn die noch zum Beispiel irgendwo, ich kenne Menschen, die haben zum Beispiel ein Haus irgendwo im Schwarzwald, aber arbeiten alle paar Jahre mal irgendwo anders und wollen dann nicht immer noch einen zweiten Haushalt haben und ziehen dann eben möbliert durch die Gegend. Da kann man natürlich sehr viel mehr Geld verdienen, als wenn man eine Sozialwohnung vermietet. Und für die Firmen ist es, ich weiß nicht, ob jetzt Mercedes zum Beispiel da eine Unterstützung gibt oder Bosch oder Porsche oder so. Wäre aber mal eine schöne Idee, da mal nochmal weiter nachzuforschen und entweder mit den Kollegen, die bei uns im Autoteam zuständig sind, oder wenn wir mal die Zeit dazu finden, da mal nochmal nachzuforschen. Ich vermute fast, dass sie dann lieber ihren, also ich weiß, dass die Bundeswehr zum Beispiel eine Unterstützung gibt für eben ihre Mitarbeiter, die häufig umziehen müssen. Die bekommen eine Mietbeihilfe dann, also da gibt es dann ein paar hundert Euro, die dann wiederum dann an die privaten Vermieter geht. Ob, wie das bei anderen Firmen ist, ob die dann auch Geld geben, weil sie halt wissen, dass diese kleinen Mikro- oder sind auch manchmal größere Wohnungen, die dann aber natürlich wieder den hier Stuttgartern nicht zur Verfügung stehen, das ist ja auch klar. Das ist ja in Berlin das große Problem, dass da eben die Mieten so wahnsinnig explodieren, weil alle ihre lieber Airbnb vermieten wollen, als, weil da kriegt man halt natürlich am Wochenende mehr als woanders einen ganzen Monat. Aber ich nehme den Hinweis sehr gerne nochmal mit auf und es war eine etwas schmallippige Antwort, die ich da von der Pressestelle bekommen habe. Das war gerade im Zusammenhang mit diesen Immobilienprojekten, die sie weiter weg forcieren einfach auch. Aber Mercedes hat sich eben entschieden, auch die kleinen Autos abzuschaffen und eben diese ganzen rollenden Tiny Houses zu produzieren, die in unseren kleinen Straßen dann von Menschen versucht werden zu fahren. Walmer gehört der SWSG jetzt inzwischen. Ja, gut. Also, oder Rosenstein, das alte, das waren zu 100% Bahn- und Postwohnungen. Das ist das, heute, was ich vorher angesprochen habe. Und so ja. Weiter. Verkauft das, worden von der Stadt. Ja, alles nicht gut. Vergessen, vergangen. Nicht vergessen. Ja, aber vergangen. Nicht von mir. Ja. Früher im Schulhaus war immer die Lehrerdirektorenwohnung oben drin. Immer.
Früher gab es Schwesternwohnheime. Wo werden die heute gebaut? Ah, eins kann ich Ihnen sagen, also nur damit Sie auch noch ein schönes Beispiel bekommen, Schwesternwohnheim, Cannstatt, da wo diese Kliniken sind, Augsburger Platz da hinten in der Gegend, da hat der Werner Sobeck baut da gerade ein klimaneutrales Viertel. Bitte? Hm? Zum Teil schon fertig. Und da wohnen dann die alle, also Krankenschwestern, Ärzte und so weiter und so fort. Sieht wirklich, ist gerade im Entstehen. Ausnahme bestätigt im Zweifelsfall die Regel. Ja. Leider. So ist es. Das ist wie im Theater. Da ist auch nicht in der Regel jede Arbeit oder jeder Theaterabend ein sehr gelungener. Aber man freut sich über die gelungenen. Nein, das ist mir neu. Ja, da kommt dann eine Kollegin von mir, die Frau Bilger von der Polizeistelle. Ach so, da müssen Sie die Kollegin, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Das müsste im Internet stehen, vermutlich. Ich habe noch einen Nachtrag zu vorher. Mhm. Also die Firma Bosch scheint anders aufgestellt zu sein wie andere Unternehmen. In Feuerbach sind Boardinghäuser entstanden, unter welcher Trägerschaft. Genau, ist jetzt für mich jetzt nicht zu erkennen, aber das wäre vielleicht noch ein Ansatz. Und ich möchte Ihren Partner mal aufnehmen, die Direktorenwohnung. Man muss sicherlich sehen, was auch baurechtlich in den Gebieten zulässig ist, ist dort, wenn es sich um ein Industriegebiet handelt, wird es mit Wohnen schwierig. Will man das weiterhin so haben? Wäre es nicht wirklich sinnvoll, dass man auch in Industriegebieten Wohnen wieder zulässt für einen gewissen Anteil? Weil wenn ich dorthin ziehe, ist es mir ja klar, dass dort keine Kita ist, keine Nahversorgung, aber als Single kann ich mir trotzdem vorstellen, zum Beispiel dort zu leben. Für Familien wird es nicht funktionieren. Ja. Als Industriearbeiter sind also für die Beschäftigten kein Problem. Das Kindergarten, kein Problem. Schon immer so gewesen, Baunutzungsverordnung steht es eindeutig zu. Richtig, aber man möchte ja flexibel sein, auch im Angebot und das vielleicht auch anderen zur Verfügung stellen. Ist es da wirklich das Problem, dass Leute in Gebieten wohnen, die eben keine Nahversorgung haben? Es gibt Personen, denen schadet es überhaupt nicht. Die setzen sich ins Auto und haben dann ihre Versorgung im Kofferraum. Ganz viele Neubausiedlungen funktionieren ja so. Da gibt es ja auch keinen Laden mehr und nichts. Und da dürfen die Leute ja trotzdem wohnen. Also, aber ja, Gesetze, schwierig. Kurze Antwort auf Ihren Hinweis. Porsche zum Beispiel baut gerade eine Kita in Zuffenhausen. Die dürfen keine Kinder von externen annehmen, obwohl sie Plätze hätte und Plätze vorhalten, weil einerseits die Stadt es nicht zulässt, meines Wissens, und zweitens, weil dann die anderen Kitas sagen, ja, dann nehmen die praktisch jetzt, das war eine obskure Begründung, die würden dann quasi dann Konkurrenz machen und dann würden dann die Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den öffentlichen Kitas wechseln zu Porsche, weil die bessere Konditionen haben. Deswegen darf Porsche einfach mal gar keine nehmen, sondern nur Kindern von Werksangehörigen. So sieht es aus. Also das, was Sie sagen, ist völlig richtig. Deutschland schafft sich ab in Verordnungen und nochmal Verordnungen und Richtlinien und niemand wagt, einen Schritt seitlich zu gehen, weil da könnte ja irgendein Risiko eingehen. Wie man das lösen kann, ich weiß es nicht. Wie Sie sagen, der Fisch stinkt vom Kopf. Aber wir haben eine ökosoziale Mehrheit in Stuttgart. Ja, aber die müssen doch kämpfen für so etwas. Die müssen doch kämpfen. Wo sind die Ökosozialen, wenn es um die realen Probleme geht? Entschuldigung. Achso. Ja, es war ja CDU und Grüne 20 Jahre. Sie können jetzt gucken, in welche politische Richtung das geht. Wir können gucken, ist das Thema Wohnen wirklich eines, was immer nur von der öffentlichen Hand bedient werden muss? Oder
wollen wir das den kleinen privaten Anbietern antragen, mehr Wohnraum zu schaffen? Oder schauen wir uns vielleicht mal die Situation an, wer belegt denn die vielen Wohnungen, die wir in Stuttgart haben? Wir haben sehr viele große Unternehmen, internationale Aktiengesellschaften, die sehr, sehr gut dastehen. Dass man die mehr in die Pflicht nimmt, meinst du? Und sie bringen keinen Wohnraum. Richtig. Richtig. Ja, gehen wir doch mal auf dieses Thema ein. Von denen kommt nichts. Es soll nachhaltige Investitionen geschaffen werden. Die Gewinne werden als Boni ausgezahlt, die sind weg. Investieren Sie mal Gewinne nachhaltig, dann ist es sicherlich im Wohnen. Das bleibt der Firma erhalten und es wirkt dem Fachkräftemangel entgegen. Danke, bevor es jetzt zum Dialog ausartet. Es gibt sicherlich nicht die hundertprozentige Lösung. Und beispielsweise, man sagt ja auch, je mehr Straßen ich baue, je mehr Verkehr erzeuge ich, und jetzt nochmal auf den Grund oder hinten dann wieder anzuknüpfen, je mehr Wohnungen ich brauche, je mehr Wohnraum wird gebraucht. Und da müsste man vielleicht doch ansetzen, mal grundsätzlich, ohne jetzt auf die politische Ebene zu gehen, aber manche Dinge dann einfach mal anfassen. Und wenn man jetzt es sagt, privat oder öffentlich oder Genossenschaften, Sie kennen alle den Killesberg. Dort wurde links von der Fuge, hat da Lehen 7 vor 10, 12 Jahren etwa für 3.900 Euro brutto mit Grundstück, mit allem, mit Aufzug, mit Tiefgarage pro Quadratmeter gebaut. Auf der anderen Seite, da ist dem Herrn Schuster sind die Augen rausgefallen, als der Herr Fürst sagte, Mailand, Fashion Week oder Fashion Mall und so, da hat er solche Augen gekriegt. Der hat Minimum netto 8.000 verlangt bis 12.000. Wo kommt die Differenz her? Wir haben es zum Teil bei den Privaten hingenommen. Ich sage jetzt ganz bewusst, beispielsweise Pflugfelder, der darf in Stuttgart machen, was er will, so hoch, so fest, so fett, wie er will. Da schwätzt kein Mensch. Er ist der Vorsitzende der Makler, der Vorsitzende der privaten Immobilien. Herr Kuhn, das Bündnis für Wohnen, ach, da kriegst du Lachkrampf, der darf alles machen mit Gewinnen, mit 100% Gewinnspannen. Vor 40, 50 Jahren hat man gesagt, 20% ist angemessen. Und vor um die 90er rum, 95, sagte mir ein Bauträger, wenn ich mit 10% Risikogewinn komme, kriege ich von der Bank kein Geld mehr. Aber 100%, Sie wissen, ab 50% darf man es Wucher nennen. Und dann sprüstet sich sozusagen die Gemeinderatsmehrheit, dass sie der SWSG 200 Millionen gegeben hat. Ach, was sind 200 Millionen? Die Stadt Stuttgart hat über 3 Milliarden auf der hohen Kante, hat zum Teil in den Negativzinsen 100 Millionen im Jahr Negativzinsen bezahlt. Und der Herr Völl hat keinen Quadratmeter verkauft, weil jeder verkaufte Quadratmeter musste er Negativzinsen zahlen. Wenn er nicht verkauft hat, ist der Preis jedes Jahr um 10% gestiegen. Ein besseres Geschäft als nicht verkaufen konnte er gar nicht machen. Das sind die Gründe, wo man dran müsste. Und ich täte gern mit Ihnen, ich muss mich entschuldigen, dass ich so viel reingeschwätzt habe. Nein, gar nicht. Ja. Dafür sind Sie da. Ich habe auch gut sozusagen reagiert. Ich täte gern mit Ihnen mal so eine, ich kann leider nicht Schreibmaschine schreiben, habe viel Wut im Bauch, Alterswut. Und glaube auch viel Wissen. Heute wird da mehr gegoogelt, als dass man Wissen hat. Ich hätte gern mit Ihnen mal eine Serie machen, eine richtige fundierte Serie mit dem, was ich da im Kopf habe. Angebot. Schon mal wird überdacht und angenommen dann eventuell. Aber natürlich sind da viele Punkte sehr bedenkenswert und bei vielen Dingen ist es so, dass ich natürlich als Redakteurin keine Politikerin bin. Ja,
vielleicht aus gutem Grund auf die Dinge reagieren. Ja, das tun wir, versuchen wir auch ständig. Also wir hatten jetzt Abrissserien, wir haben eine Serie gemacht zur Wohn Stuttgart. Wo ist was im Argen? Mein Kollege Konstantin Schwarz und Jörg Nauke schreiben unermüdlich darüber, auch das, was sie sagen, dass eben Geld da ist, aber nicht ausgegeben. Meine Kollegin Frau Grah macht immer wieder Interviews, auch mit der Bauministerin. Wir versuchen, so gut wir können, auf die Dinge aufmerksam zu machen, die Sie auch angesprochen haben, die nicht gut funktionieren oder wo man sich noch Verbesserungen wünschen könnte, sagen wir mal so. Ja. Gut, wenn keine Fragen mehr sind, Sie haben noch, dann machen wir noch eine letzte Frage. Achso, oder da direkt, genau. Eine Kleinigkeit, und zwar bei mir steht ein Haus schon über 2 Jahre leer. Und derjenige, der es gekauft hat, muss 1 Jahr warten, dass er überhaupt anfangen kann zu bauen. In der Zwischenzeit sind die Waschbären eingezogen. Ui, da wohnt jetzt, schon wer jetzt wieder. Wo ist das? Das ist in Weilimdorf. Mhm. Und wenn jetzt der NABU kommt und merkt, dass die Waschbären drin sind, ob der überhaupt noch bauen darf. Gut möglich, dass nicht. Also ich hatte jetzt schon zwei Bauprojekte, von wo Menschen mir das auch erzählt haben, die haben dann trotzdem gebaut, da waren die Eidechsen, mussten ausgiebig umgezogen werden. Später sagte der Landschaftsgärtner, die hätten den Weg auch eventuell alleine gefunden fürs Umziehen. Und eine Bauherrin, die hat auch, also mehr, ich glaube 20.000 Euro dafür dann ausgegeben, dass die Eidechsen von einer Mauer aus dem Süden des Grundstücks in den Norden auf eine schöne Sandsteinmauer umziehen konnten. Ich mag Eidechsen sehr gern, finde es auch gut, aber ja, klar, es gibt ja jetzt auch diese Petition, dass man, alle wollen nichts mehr bauen, aber wohnen wollen die Menschen natürlich trotzdem. Das sind Probleme, die da kollidieren und die schwierig sind. Und der Leerstand, darüber haben wir gar nicht gesprochen, das ist so deprimierend. Das ist natürlich auch sehr schlimm. Also ich komme ja auch gerade wenn ich diese Architekturspaziergänge konzipiere, gehe ich auch sehr viel umher. Und da gibt es auch Gebäude, die stehen da schon seit 2 Jahren leer. Und da gibt es immer mal wieder jemand, der was dran macht. Dann hören die Leute wieder auf. Dann, oder bei meinem Hausarzt direkt gegenüber, ein schönes Häuschen, habe ich ihn gefragt, und? Ja, hat ein sehr reicher Mann, der in der Staffelnbergstraße wohnt, gekauft. Steht aber auch schon seit Jahr und Tag einfach verrammelt rum. Könnten auch schon längst Leute drin wohnen oder Waschbären. Also... Es ist schon ein Elend, und natürlich sind auch diese Stelle, es gibt ja eine Stelle bei der Stadt, für, wo man das melden kann, aber die sind entweder im Urlaub oder wie auch immer, auf jeden Fall hilft es auch nicht viel. Es gab sogar auch schon ein Theaterprojekt ganz bei uns in der Nähe, auch so ein Gründerzeithaus, eine Wohnung, die genauso groß ist wie meine, steht auch schon leer seit ewig, weil die Erben sich schon wieder nicht einigen können, da hat man in der Zwischenzeit ein Theater gespielt. Das sind natürlich so private Dinge, die dann auch bei manchen Menschen dann noch reinspielen. Also wie viele Wohnungen da dann auch schon wieder nicht entstehen oder nicht weiter sozusagen umgebaut werden können. Obwohl das ja eigentlich schon schön wäre, wenn das mal der Fall wäre. Und auch da könnte man einiges umbauen. Also unser Pressehaus da oben ist ja auch gerade auch nicht mehr so ganz voll, sagen wir mal. Selbst auch unsere Büro, ich komme heute auch aus dem Homeoffice und nicht aus dem Büro. Schräg gegenüber, da wird ja Mercedes jetzt gerade da oben umgebaut. Da werden andere Büros vielleicht entstehen oder was auch immer. Da gibt es sehr viel Potenzial natürlich für Umbaumaterial. Da wird aber auch sehr viel, das wird ja an den Universitäten jetzt erst gelehrt. Umbau hat man an der Uni nicht studiert, sondern Bau. Das sind die berühmten Architekten, die sich so gescholten haben, die sich immer so selbst verwirklichen wollen und so. Inzwischen gibt es das. Es gibt auch Architekturbüros, es gibt Architekten des Lehrens, es gibt Architekturbüros, die auch Umbau im Bestand machen oder die gleich so bauen, dass man die Sachen wieder sortenrein trennen kann. Darüber berichten wir dann auch. Es gibt ja so auch dieses berühmte Feuerwehrhaus auch von Stuttgarter Architekten. Die haben wirklich alles so gebaut, dass man Altes wiederverwendet, oder jetzt auch bei diesem schönen Stadion von unserem wunderbaren VfB, da wurde auch sehr viel altes Material rausgenommen, als man jetzt renoviert hat, zwischengelagert und das Beton wieder aufgearbeitet und wieder eingesetzt. Also da bewegt sich schon was, es ist halt nur schwer und dauert, aber es geht schon etwas voran. Ich habe schon den Eindruck, dass dann nach
und Umdenken stattfindet und der wird hoffentlich auch ganz, ganz bald die Politik erreichen. Machen wir. Die Themen gehen uns nicht aus, da genau. Haben Sie völlig recht. Also es gibt sehr viele Themen, über die wir berichten können, müssen, wollen, sollen und auch tun, immer wieder. Und da gehören natürlich auch diese Themen dazu. Das ist sehr klar. Super, also vielen Dank erstmal an dieser Stelle, Frau Golombek. Vielen Dank Ihnen, dass Sie hier so rege teilgenommen haben. Ich stehe hier falsch. So, jetzt bin ich im Bild wieder. Ich muss Ihnen hier etwas auf die Pelle rücken. Also gerne. Ganz, ganz lieben Dank. Jetzt haben wir gesehen, was für eine Bandbreite, gell, was man dann immer nur anreißen kann. Aber ja. Gut, man ist ja auch schon spannend, so die verschiedenen Baustellen im wörtlichen Sinne zu sehen, was da so für Themen. Aber ich glaube, so Visionen des Wohnens, Zukunftsvisionen, ich glaube vor allem, was Sie ja auch deutlich nochmal gemacht haben, auch in vielen Beispielen, diese ganz neuen Formen des Wohnens, des eher gemeinschaftlichen Wohnens, des intergenerationellen Wohnens. Ja, da müssen sich die Menschen halt auch erstmal dran gewöhnen, genau, und trauen, das zu machen. Ja. Art zu wohnen, aber ja. Ich glaube schon, dass es eine Zukunftsvision in jedem Falle ist. Absolut. Und auch, was Sie jetzt am Schluss gesagt haben, das habe ich ja auch schon berichtet, wie die Wissenschaftsreihe, die wir hier haben, diese Fragen an die Wissenschaftler, sind ganz oft natürlich auch die Architekten oder von der HFT, die Bauingenieure. Und da haben wir genau zu diesen Themen auch schon viele Vorträge gehabt. Also es wird viel dazu geforscht, viel auch mit diesem Obendraufbauen und Verdichten. Und im letzten Semester hatten wir jemanden, der über die Hofhäuser, das war auch sehr auf für Stuttgart speziell nochmal sehr interessant, so diese Hofhäuser, was die nochmal für Chancen bieten. Also ganz spannende Themen. Jetzt haben wir die Diskussion mal anreißen können, aber ja. Ganz, ganz lieben Dank, dass Sie sich dem jetzt hier mit uns gestellt haben. Genau, ich kann schon mal darauf hinweisen, ich habe hier noch mal ein paar Flyer, die lege ich gleich noch mal aus. Das nächste Pressecafé ist am 12.06., das ist jetzt eine kleine Pause. Und da dann natürlich passend jetzt zur EM kommt Ihr Kollege, genau, Frank Rothfuss-Jennewein, wird zu Gast sein und zum Thema Fußball-EM in Stuttgart, eine Chance für die Stadt. Also die große Frage, was plant da die Stadt, wie bereitet sie sich vor auf dieses riesige Ereignis, was kann das für Chancen bieten? Und was erhofft sie sich davon, von den 5 Spielen, die, glaube ich, bei uns stattfinden. Also, da freuen wir uns, Sie da vielleicht wiederzusehen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause und bis bald.